Was geht ab, Bre? Was geht ab? Nice, dass du einschaltest und freut mich, dass du wieder dabei bist. Vor kurzem hatten wir ein geiles Box-Live-Event zwischen Leon Mascher, Standard Skill, KS Freak und Apo Red. Aber das war's noch nicht. Uns erwarten weitere Boxkämpfe. Das Ganze wird ebenfalls auf Universum TV stattfinden und auf Join. Doch an welchem Datum finden genau jetzt nun die beiden Kämpfe statt? Bei Trimax und Mickey ist es ja schon länger bekannt, doch mittlerweile ist es auch bei Bösemann und bei Sinan G bekannt. Ja, die beiden werden definitiv fighten und vor zwei Tagen gab es ein Face-Off. Das ganze Video kann man auf Universum TV finden. Leider kann ich nicht darauf reagieren, weil Universum TV natürlich all die ganzen Klicks nur für sich möchte und alles andere mit dem Bannhammer einmal weghaut. Die Diskussion über die Veranstalter hatten wir schon letztes Mal hier im Stream mit Leon Mascher und Standard Skill etc. mit den anderen Fights. Wir waren hier natürlich am Chillen und am Gucken und worauf wir uns definitiv einig waren mit allen 200, 300, 400 Zuschauern ist, dass auf jeden Fall die Veranstalter dieser Sendung ziemlich klickgeil waren und die haben wirklich nur über Reichweite, nur über Klicks, nur über Fame gesprochen. Das war wirklich so cringe. Also jedes Mal, wenn die gesprochen haben, haben wir uns wirklich richtig cringe gefühlt. Das war wirklich sehr, sehr mies. Dieses Mal geht es leider genauso weiter. Sie bauschen das Ganze auf und machen das Ganze wieder auf einer Promo-Basis, damit sie so viel wie möglich abgreifen können von den beiden Rappern. Wenn man einmal auf den Kanal geht und sich einfach mal die Klicks anguckt von den anderen Videos, kann man hier eindeutig sehen, dass sie sich ungefähr in diesen 6, 7, 8000er Bereich bewegen und da haben wir auf einmal natürlich hier einen Boxkampf mit 9 Millionen. Leckerschmecker, das werden die natürlich auch weitermachen, die Spaßentdecker, und gönnen sich jetzt Sinan G und Bösemann. Was für uns natürlich aber absolut kein Problem ist, solange wir am Ende einen geilen Kampf zu sehen bekommen. Und eventuell der Moderator da einfach mal die Schnauze hält und aufhört, die ganze Zeit nur über Fame und über Reichweite zu sprechen. Meine Güte. Der Kampf zwischen Trimax und Mickey findet am 2.4. statt und der Kampf zwischen Bösemann und Sinan G findet am 7.5. statt. Also wir haben hier zwei Monate hintereinander, wo wir krasse geile Live-Events haben. Mickey TV und Trimax wird auf Join stattfinden. Falls ihr Join nicht kennt, das kann ich euch gerne hier einmal verlinken. Dort könnt ihr das einmal abchecken. Join ist eine Online-Seite, wo man sich Sendungen angucken kann. Ja, normalerweise ist das abopflichtig und man muss dafür bezahlen. Aber dieser Kampf am 2.4. wird dann natürlich für jeden komplett kostenlos sein. Ob man sich dafür anmelden muss, kann ich euch jetzt noch nicht sagen. Es könnte sein, dass man kurz seine Daten eingeben muss und sich anmelden muss, damit man den Kampf dann online schauen kann. Aber ich denke mal, das ist für die meisten kein Problem. Am 7.5. läuft das wieder so ab wie letztes Mal. Das wird auf Universum TV sein und dort werden dann Sinan G und Bösemann kämpfen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der ganze Fight verlaufen wird, denn die pushen das natürlich alles so extrem. Die beleidigen sich, machen Videos, Statements, Insta-Videos, TikTok-Videos. Die machen sich überall auf allen jeglichen Plattformen fertig. Bösemann hatte ja auch einen Standort geschickt. Sinan G sagt, das war nicht der richtige Standort, das war von einer anderen Stadt. Das Ganze schneiden die auf jeden Fall auch im Ring an. Gönnt euch auf jeden Fall Face-Off, sehr, sehr interessant. Vor allem, weil die ja immer beide eigentlich relativ krasse Gs sind, sage ich jetzt mal so. Sind Männer von der Straße, die kommen von der Straße, rappen für die Straße, machen alles für die Straße. Dementsprechend sind da auch die Erwartungen ein wenig anders. Also wenn sie schon diskutieren und sich beleidigen, dann sind die Erwartungen auch, dass sie sich treffen und einmal die Fresse polieren. Ist halt nun mal so. Leider ist es bis jetzt nicht zu diesem Treffen gekommen. Beide sind aber sehr real, das weiß man auch, sind auch in der Szene als reale Menschen bekannt. Aber warum die dann so ein Tamtam drumherum machen, ist natürlich vollkommen unklar. Der einzige logische Grund und die einzige logische Erklärung dafür ist Pushen, Boxkampf, mehr Zuschauer, mehr Ausraster, Rekord brechen. Das sind die einzigen Gründe,
die ich mir vorstellen könnte, warum es noch nicht privat zu einem Treffen gekommen ist. Denn nachdem sie auch im Ring waren, der böse Mann saß bereits im Ring und Sinan G kam dann im Nachhinein rein mit einer kleinen Verspätung. Böse Mann ist aufgestanden, hat direkt Anlauf genommen und ich dachte, Bro, jetzt kommt eine richtig fette Bombe. Aber was dann? Böse Mann macht so. Und umarmt ihn erstmal. Und ich denke mir so, Bruder, warum umarmst du ihn, ja? Ich dachte, du gibst ihm gleich eine. Er umarmt ihn. Und da wird dann natürlich in einem drin das Gefühl erweckt, dass es alles wieder nur Fake ist und dass es alles nur hochgepusht wird wegen Klicks, Zuschauer, Reichweite und Promo. Denn natürlich, auch wenn man ein bisschen schlau ist, weiß man auch, dass die Promo durch diese Aktionen für Sinan und Bösemann deren Musik unglaubliche Reichweite zieht und unglaublich groß ist. Das muss man natürlich sagen. Dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Cool, dass du dabei warst und ich würde mich natürlich riesig freuen. Du würdest mich riesig supporten, wenn du einfach mal ein Like da lässt und einen Kommentar für den Algorithmus. Kuss geht raus, bis zum nächsten Mal.